Du interessierst dich für das Pullern-Syndrom und möchtest wissen, ob du selbst darunter leidest? Dann schau dir dieses Video an. Mein Name ist Dr. Benjamin Gehl, ich bin Facharzt für plastische und rekonstruktive Chirurgie und wir sprechen heute über das Pullern-Syndrom per se, die Möglichkeiten der Korrektur, wann es entdeckt wurde und bei wem es häufiger auftritt. Moki, qualitätsgeprüfte Informationen und Ärzte. Was ist eigentlich das Pullern-Syndrom? Wir wissen, 1841 gab es den Alfred Pullern, der hat entdeckt, dass es eine Fehlbildung geben kann zwischen Muskel und Drüse in Kombination, so dass eine Seite fehl ausgebildet ist. Wir wissen also, es gibt eine Fehlbildungsoption bei Männern und auch Frauen. Meistens sind Männer häufiger betroffen. Die Inzidenz, das heißt die Häufigkeit, wie oft tritt das ganze Syndrom auf, liegt zwischen 1 zu 10.000 bis 1 zu 100.000, also sehr selten. Und wir wissen im Endeffekt, dass in dieser Kombination oder Ausbildung es sein kann, dass eben Mann oder Frau entsprechend links oder rechts am Körper eine Seite minder ausgebildet hat. Bei Männern sieht man, dass der Brustkorb auf einer Seite eingedrückt ist und bei Frauen sieht man, dass eine Brust kleiner und die andere größer sein kann. Die Ursache des Pullern-Syndroms ist eine Entwicklungsstörung in der Embryonalphase. 1841 hat Alfred Pullern entdeckt, dass es im Prinzip bei der Ausbildung eines Strahls, Strahlen sind immer die Körperteile, die ausgebildet werden, das heißt entweder Hand, Arm oder Bein oder Fuß. Und wir wissen, dass in diesem Rahmen in der Embryonalphase hier ein Teil minder ausgebildet ist. Das heißt, es kann sein, dass ein Brustmuskel und oder Brustmuskel und Brustdrüse fehlen, je nachdem, ob Mann oder Frau betroffen ist. Wie wird das Pullern-Syndrom nun eingeteilt? Wir müssen sagen, dass Brüste beispielsweise nie gleich sind. Das heißt, am Anfang, wenn wir eine kleine Asymmetrie haben, kann es auch sein, dass wir kein Pullern-Syndrom haben. Auf der anderen Seite kann es sein, dass die Minderausprägung, also eine kleinere Brust, könnte schon ein Pullern-Syndrom verstecken. Bedeutet, sind wir bei Einteilung Grad 1. Es geht dann weiter mit Grad 2, wo Rippen sichtbar werden, bis Grad 3, wo deutlich der Thorax, vor allem bei Männern dann, deutlich eingedrückt ist und asymmetrisch ausschaut. Die Diagnostik dieses Syndroms kann heute schon relativ früh erfolgen. Das heißt, intrauterin, also im Mutterleib schon, können wir über hochaufgelöstes Ultraschall sehen, dass womöglich die eine Seite oder der Muskel oder die Drüse beim Embryo oder beim Kleinkind dann im Prinzip minder ausgebildet ist. Ist die Diagnostik einmal gestellt, heißt es aber nicht, dass schon so früh dann auch etwas unternommen wird. Also prinzipiell handelt es sich hierbei um eine Fehlbildung des Brustmuskels in Verbindung mit der Brustdrüse bei der Frau. Das heißt, erst wenn man vollständig ausgewachsen ist oder das Wachstum abgeschlossen ist, überlegt man sich, ob man dieses Syndrom therapiert oder nicht therapiert, weil funktionell gesehen haben wir keine Einschränkung. Das heißt, beim Mann kann diese fehlende Brustmuskel durch andere Muskeln die Funktion übernommen werden und bei der Frau haben wir optisch das Problem, dass die Drüse an der Stelle fehlt. Das heißt, wenn Therapie, dann weil es uns optisch oder ästhetisch stört. Wie lässt sich das Pullern-Syndrom nun behandeln? Gehen wir davon aus, dass ein Mann betroffen ist, haben wir meist auf der einen Seite den Brustkorb eingedrückt, weil von der Bedeckung, also der Muskel, etwas fehlt. Wir können heute über einen 3D-Druck schon Inlays produzieren, das heißt ein Implantat produzieren, was so unter die Haut gelegt wird, dass der Thorax optisch gesehen gleich ausschaut. Ist eine Frau betroffen an dieser Stelle, muss man sagen, ist die Drüse ja mit betroffen, bedeutet meist ist eine Seite kleiner. Und da kombinieren wir nun die Brustvergrößerung auf der einen Seite, vielleicht mit einer Bruststraffung oder Verkleinerung auf der Gegenseite. Das heißt, es kommen verschiedene Techniken so zum Einsatz, dass die Symmetrie weitestgehend wiederhergestellt wird. Wichtig an dieser Stelle ist auch noch, das Pullern-Syndrom betrifft nicht nur Muskel und Drüse, sondern kann auch eine Fehlbildung von Arm, Fingern und Füßen mit sich bringen. Und da stellt sich immer individuell die Frage, was ist die Fehlbildung, was muss therapiert werden? Und vielleicht nimmt sich der plastische Chirurg, der auch Handchirurg sein kann, aber wenn er es nicht ist, noch einen Handchirurg dazu. Und dann gibt es einen Kombinationseingriff aus Rekonstruktion des Brustkorbs und Fehlbildung an Hand und Fuß. Was muss ich nun vor einer Operation beachten? Wichtig ist, wie bei einer anderen Operation auch,
gibt es ein Anästhesiegespräch, ein OP-Gespräch, also das Aufklärungsgespräch, eine gewisse Aufklärungsfrist und dann das OP-Datum. Ob Allergien bestehen, welche Medikamente du absetzen solltest, wann du nichts mehr essen, trinken oder Zigaretten rauchen darfst, wird dann im Vorfeld besprochen und gemeinsam die OP sicher geplant, so dass du keine Angst haben musst. Am Tag der Operation kommst du ins ambulante Zentrum oder Spital. Du wirst aufgenommen, der Anästhesist nimmt dich entgegen, untersucht dich nochmal zur Sicherheit. Der Chirurg berät dich, zeichnet dich an und dann geht's eigentlich schon in den Operationssaal. Nach der Operation wachst du entspannt im Aufwachraum auf. Anästhesie ist da, Schwester ist da, alle schauen auf dich. Und im Endeffekt kannst du in der Regel am selben Tag noch nach Hause gehen. Das heißt, das Ganze ist ein ambulanter Eingriff und die Kontrolle erfolgt am Folgetag. Sollte sich in der Operation oder geplant gezeigt haben, dass du übernachten sollst, kann 1 bis 2 Nächte im Spital notwendig sein und dann ist der Kontrolltermin einfach um 1 oder 2 verschoben. Die Kontrollen nach der Operation finden in der Regel 1, 3, 5, 7 und 10 Tage nach der Operation statt. Die Fäden werden nach 14 Tagen entfernt und nach 6 Wochen bist du wieder uneingeschränkt, mobil, gesellschaftsfähig, darfst Sport machen und es ist alles wieder erlaubt. Ob die Kosten von der Krankenkasse übernommen werden, hängt von der Art der Fehlbildung ab. Bedeutet, haben wir nur ein optisches Problem, was keine funktionelle Einschränkung hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass die Kasse etwas übernimmt. Haben wir jedoch eine Fehlbildung von Hand- und Fußbewegungseinschränkung im Alltag, wird die Kasse selbstverständlich die Kosten übernehmen. Das heißt, individuell, je nach Ausprägung, muss der Einzelfall entschieden werden, ob die Kosten übernommen werden, ja oder nein. Wenn man sagt, eine Seite stört mich optisch als Frau und ich möchte etwas operieren lassen, kann es natürlich sein, dass es eine ästhetische Operation ist und die bewegt sich meist im Rahmen zwischen 3.000 bis 10.000 Euro. Abschließend lässt sich also sagen, dass das Poland-Syndrom eine Deformierung des Brustkorbes oder eine Asymmetrie der Brüste inklusive Fehlbildung von Arm, Hand oder Fuß sein kann. Behandelt werden muss es eigentlich nicht. Wenn es aber ästhetisch oder optisch so störend auffällt, dann gibt es schöne Optionen oder gute Optionen, dass bei Mann oder Frau dieses Syndrom ästhetisch ausgeglichen wird. Wenn du weitere Informationen zu Brustfehlbildungen oder so sonstigen Fehlbildungen Hand, Fuß und Körper haben möchtest, schau in unsere Infobox. Wir haben für dich alle wichtigen Informationen zusammengefasst.